das sehe ich tatsächlich ein. Warte mal, wir müssen noch mal... Ich muss das jetzt erstmal hier ganz kurz bauen. Dann können wir uns gleich dem T-Rex und seinem Compadre widmen. Wir müssen hier mal ganz kurz das noch so ein bisschen anders bauen. Ist halt immer schwierig, wenn die Kurven zu eng sind, ist immer schwierig. So, jetzt haben wir das immerhin. So, findest du hier auch, dass die Kurven zu eng sind? Werden wir ja sehen. Ha, hier geht's. Sehr gut. So, perfekt. Ein neues Schnuckeldings ist gebaut. Sehr schön, da können sie hier auch aussteigen. Ach komm, laber mich nicht voll mit Strom. Meine Güte. Mein lieber Herr Gesangsverein. Haben wir zu wenig Strom einfach grundsätzlich? Benötigt Strom. Und du kriegst keinen, weil dieses Umspannwerk leider auch schon verbraucht ist. Oh, ein Zaun ist defekt. Ich hab's geahnt, 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 ich hab's geahnt. Verfluchte Kacke. Ich hab geahnt, dass das Kacke werden wird. So, Schutzraum, Leute, ab geht's. Oh Gott, ich hab's so geahnt. Ich hab's geahnt. Ich wusste es, dass es hier jetzt Stress geben wird, ihr gottverfluchten undankbaren Dinos. So, warte, warte, warte. Dich kerker ich noch ein, dich kerker ich noch ein. Ah! Nein! Oh, er ist schon draußen. Da, 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 da. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ruhe bitte. Oh Gott. Oh Gott. Dam, 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 dam. Einfach die Schwebebahnstrecke mit einem Solarzellendach versehen. Dann ist genug Strom da. Ja, das wäre mega innovativ, ne? Finde ich. Oh Gott, meine Sternbewertung geht so runter. Flieht, ihr Narren! Ich baue euch noch einen Schutzraum. Habt ihr verdient, weil sonst werdet ihr eh gefressen. Schutzraum. Schutzraum. Schutz. Hier, sucht Schutz. Sucht Schutz. Hier, schnell! Lauft! So, Tino wird irgendwann eingefangen. Lucifer Brutus der Erste ist einfach gerade... Oh, guck mal, T-Rex 2 haben sie schon eingefangen. Nicht schlecht, Herr Specht. Dann werden wir dich mal jetzt hier... T-Rexy, komm her. Komm hier. Ich glaube, das Gehege ist auch zu klein für 2. So, ich glaube, das Gehege ist einfach viel, viel, viel zu klein. Da müssten wir eigentlich noch mal ein bisschen nachbessern. So, wartet. Ranger-Team schnell mal herschicken. Unterwegs. Ich guck mal, kann ich es denn theoretisch noch größer machen? Ja, kann ich sogar. So. Jetzt lasst uns das hier mal... Ist das nicht verbunden? Doch. Jetzt lasst uns das mal ein bisschen größer machen. Unterwegs. Ja, 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 ja. Ja, 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 Schutzräume, es soll so sein, es soll so sein. Transport hat begonnen. Alles entspannt, wir haben sie wieder eingefangen. Alles ist gut, sie brauchen sich nicht zu fürchten, bitte. So, okay. Gut, 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 gut. Alles gut, alles gut, alles gechillt. Ich weiß zwar nicht, ob das Ranger-Team schnell genug da hinkommen wird, um ehrlich zu sein. Deswegen baue ich jetzt mal ganz schnell nochmal... Ja, machen wir es so. Mach das mal ganz kurz hier sicher. Weil wenn die jetzt nämlich runtergelassen werden und gleich wieder ausrasten, dann rasten die gleich wieder aus. So, da müssen wir... Schutzraum ist jetzt gerade alles noch offen. Hier ist jemand krank. Wir brauchen ein zweites Ranger-Team, definitiv. Ranger-Team, impfen bitte. Oh, jetzt geht's los. Ein Strom außenrum. Was? Ja, Strom. Stimmt, wir brauchen noch Strom. Strom, Strom. So, warte mal, ich würde mich gerne da hinten auch an das Stromnetz anschließen. Sehr schön. Perfekt. Passt. Passt, habe mich angeschlossen. So. My heart skips a beat. Oder was soll das hier heißen? Seid ihr schon wieder ausgebrochen? Ne, euch geht's gut. Alles gut bei euch. Alles, alles entspannt. So, warte mal, dann hau ich mal jetzt... Achso, der Zaun ist repariert. Okay, alles gut. So, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ihr seid flauschig, oder? Ja, die fühlen sich halt... Wer sagt denn... Wieso müssen wir dann eigentlich 2 Raptoren, Dela? Weil die fühlen sich doch so mega asozial dann. Das mögen die doch gar nicht.
Das mögen die doch mal überhaupt nicht. Oder soll ich die vielleicht in ein anderes Gehege packen? Wo ist denn der zweite hin? Ach, da hinten. Weil der fühlt sich auch nicht so geborgen, muss man sagen. Dadurch, dass er einen Artgenossen hat. Können die sich nicht gegenseitig irgendwie zerfleischen oder so? Ist das nicht irgendwie so gang und gäbe hier gerade? So, der pirscht sich an sein armes Opfer ran. So, meine lieben Freunde, sie dürfen wieder rauskommen. Liebe Gäste, wir machen uns für alle unheimlich. Alles gut. Hier, da hoffentlich auch schon wieder. Ja. Ja, alles gut. Dürfen wohl nicht zusammen sein. Ja, ich glaube auch, dass es eigentlich eher kontraproduktiv ist, wenn wir die zusammen in ein Gehege stecken, weil die sind halt alle dann so ein bisschen angepieselt. So, erstmal verkaufen. Habt ihr den Dino geheilt? Ja, sehr gut. Ich glaube, sie sind noch gerade dabei. Einverstanden. So, Dino schnell heilen. Und jetzt bauen wir auch endlich mal wieder neue Dinos. Wir haben 2,2 Millionen. Ihre Gäste fühlen sich nicht sicher. Ach, Ruhe bitte. Ruhe bitte. Dankeschön. Lebenserwartung 46 Jahre ist okay. Da bauen wir mal direkt 2 von. Auch wenn das wahrscheinlich vielleicht wieder heißt. Na, mal gucken. Er ist direkt wieder zum Zaun gesagt. Nein, sag das nicht. Nee, nur weil Bestand. Und ja, aber die greifen sich nicht an. Hm. Aber dem ist es doch voll egal, ob die Bestand haben, oder? Also, weil sie sind halt, das Problem ist, sie fühlen sich halt nicht so geborgen, wenn sie so nah aufeinander hocken, wie man unschwer sehen kann. Die mögen das halt nicht so. Hm. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten sie auch. Ja, ich mag diesen Auftrag auch. Das ist halt schon ein bisschen problematisch. Geringe Vielfalt, da sind sie immer eine, ja, geringe Kapazität. Ich weiß, wir arbeiten doch daran, liebe Freunde. Ba, 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 ba. Entweder musst du ein neues Gehege bauen oder einen T-Rex verkaufen. Doch, ich habe gesehen, dass sozial rot ist. Aber es ging ja darum, dass man mir extra gesagt hat, ich soll 2 T-Rexes anschaffen und in ein Gehege stopfen. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, weil ich sehe ja selbst, dass er eigentlich nur einen haben will. Er will keinen Freund. Vielleicht sollte ich einfach das Gehege abtrennen. Weil ich habe keinen Bock, dass die ausbrechen. Und das tun sie jetzt schon wieder. Ich weiß, was du da tust. Ich würde es nicht riskieren, mein Freund. Mein Freund. Das nur, weil sie gerade nebeneinander stehen. Ja, gut, aber das Problem ist ja, das Gehege ist halt einfach nicht so groß, meiner Meinung nach, dass sie sich wirklich aus dem Weg gehen können. Weil sie... Ja, warte mal, wir müssten dann vielleicht auch mal... Ja, wir machen da einfach mal ganz kurz die Lebendinger da vorne weg und machen die jetzt da hinten. Vielleicht haben wir da so ein bisschen die Möglichkeit. Oi, da. Chill dein Leben. Willst du? Willst du betäubt werden? Hm? Lucifer? Mein Freund? Eher nicht anscheinend. So, warte. Dann kommst du jetzt mal bitte hier hinten hin. Och, na, du doch nicht. Bleib weg. Ja, ich habe gerade die Essenssachen auch ein bisschen besser verteilt. Einmal so ein bisschen hier vorne, einmal so ein bisschen da hinten. Ich hoffe, dass es dann so ein bisschen dazu führt, dass die tatsächlich dann sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen werden. Wir werden es sehen. Es wird sowieso dann gleich passieren, was passieren wird. Vielleicht brechen sie nochmal aus. Ansonsten baue ich dem ein komplett eigenes Gehege. Dann kann er mich mal gerne haben. So. Anfrage bestätigt. Guti, wie sieht's aus? Neue Dinos brauchen noch ein bisschen. Ba, 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 ba. Genau, T-Rex ist doch am besten bekannt dafür, Einzelgänger gewesen zu sein. Denke ich halt auch. Aber gut, muss man auch mal sagen, wenn man den zweiten Jurassic Park gesehen hat, das stimmt ja auch nicht so ganz. Da waren ja auch die T-Rex-Eltern. Dementsprechend muss man ja auch sagen, ne? Ne, da waren ja auch so mit liebevoller Aufzucht von den Jungen und so weiter und so fort. Also dementsprechend, ja, ne, also mehr oder weniger. Mehr oder weniger. So, hallo. So, jetzt verteilt euch bitte, ihr Verrückten, und jagt, wo ihr jagen wollt, sonst sperre ich euch ein. Bis dann, Emma. So. Sehr gut. Ich finde, wir haben schon einen echt großartigen Dino-Park. Ach Gott, das... Produkt zugestellt.
bestätigt. So, hier müssen wir... Ja... What? Machuran, vielen lieben Dank, Madura. Madhura-chan, vielen lieben Dank. Mann, zur Hölle. Leck mich am Arsch. Vielen lieben Dank für deinen Support. Dicken, fetten Kuss an dich. Tausend Dank auch fürs Kompliment. Wieso ist er gerade ausgebrochen, obwohl ich noch einen Zaun drum gemacht habe? Du, richtig frech. Er ist gerade da durchgesprungen. Ja, er ist gerade irgendwie durch den Zaun gekommen. I don't know. Genau, und du... Natürlich, Leute, okay. Nein. Also es ist mir egal. Wir machen jetzt ein getrenntes Gehege. Vorher war es so cool und so easy. Wir machen jetzt... Nein. Wir machen jetzt auf jeden Fall ein getrenntes Gehege. Da habe ich keinen Bock drauf. Ihr seid mir zu doof. So. Ihr geht euch jetzt aus dem Weg. Ihr habt euch aus dem Weg zu gehen. So, bam. Mache ich dir dein Gehege auch noch größer. Dann kannst du dich ja freuen an einem riesigen Gehege, was du nur für dich hast. So. Habt euch aus dem Weg zu gehen, ey. Blöde Viecher. Ich hasse diese T-Rexes. Die sind ganz gemein zu mir. Oh, jetzt gibt mir doch keine Bäume wieder. Was soll ich denn mit Bäumen? So, sind sie eingeschläfert? Nein, natürlich nicht. Der eine schon. Komm her. Ah, nee, warte. Ich lass dich noch liegen. Ich lass erstmal mein Team reparieren. Ist da noch offen? The fuck? Ich muss es jetzt einfach so machen. Ich will nicht diese verrückten T-Rexes hier am Arsch haben. Die sind einfach durchgeknallt. Diese T-Rexe sind einfach alle völlig blöd. Blöd. So, wie sieht's denn aus? Zaun sieht okay aus. Okay. So, dann sind sie halt wieder Einzelgänger. Es ist halt jetzt so, wie es ist. Ihr könnt mich mal gerne haben. Produkt muss eingesammelt werden. Ja, Produkt muss eingesammelt werden. Du kriegst jetzt noch, du hast 3 von diesen Lebendbeutenstationen. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 sogar. Dann kriegst du auch noch gern eins dazu. So, ihr habt genug Wasser, ihr habt genug Bäume. Ihr müsst jetzt glücklich sein. So, wenn sie jetzt nicht glücklich sind, meine Lieben, ja, schlagen wir sie einfach. Wir schlagen sie dann einfach. Guck mal, die fliehen immer noch in den Schutzraum. Ist so süß. So süß. Denken sich so, ich kann in letzter Minute noch fliehen. Geht weg. Geht weg, geht sterben. Doofe Menschen. So, was ist denn jetzt hier mit unseren coolen Dinos? Jawohl, guck mal, neuer Dino endlich am Start. Hallo. Oh, na, du bist ja hübsch. So süß. Der sieht so richtig so... Ha, ich hab Spaß am Leben aus. So ein bisschen Raptoren-ähnlich. Einer Kreatur, deren Name schreckliche Klaue bedeutet, sollte man mit dem nötigen Respekt begegnen. So wie dieser, dem Deinonychus. Deinonychus. Okay. Gut, so hätte ich ihn tatsächlich nicht genannt. Aber wenn dies sein Name ist, dann ist dies sein Name. Ich wette, er hat keinen Bock, mit den anderen da in ein Gehege zu kommen. Ja, das kann gerne Tabby sein. Komm, dann jetzt hier, bevor Tati ausrastet. Bist du zufrieden, dann ist das jetzt Tabby. Wenn du das süß findest, dann darfst du das gerne sein. So, raus mit euch. Okay, es geht ihm wieder gut. So ist es gut. Er fühlt sich hundertprozentig geborgen. Das ist perfekt. Es geht ihm sehr gut. Grasland ist für ihn auch okay. Da können wir noch ein bisschen die Bäume anscheinend dann entfernen. So, weg mit euch, ihr kleinen unnützen Bäume. Niemand braucht euch. Niemand will euch. Schnuckelhase, du da hinten. Wehe, du brichst jetzt aus. Wie geht's dir? Greif den Zaun an. Nope. Nein. Dann muss ich gleich bei dir nochmal gucken, was dein Problem jetzt ist. Aber du kommst da nicht raus. Nein, es ist einfach, hör auf damit. Dir ist es zu viel Wald. Ja, mir ist es zu viel Dummheit hier mit dir. Ja, es ist mir egal. Guck mal, du hast jetzt gar keinen Wald mehr in deiner Nähe. Ja, geh da ruhig gucken. Da ist nichts. Du bist echt ein ziemlich aggressives Dino-Vieh. Wehe, du greifst jetzt diesen Zaun auch noch an. Oh mein Freund, das machst du nicht. Du bist so frech, ey. Das ist unfassbar. Du willst mich doch veräppeln. Wie kann man denn so unzufrieden mit seinem Leben sein?
Ich baue dir jetzt so lange einen Zaun vor die Nase, bis du keinen Bock mehr hast. Ah! Dinosaurier sind anstrengend. Oida! Das ist dir zu viel Wald. Du willst mich doch. Hier, komm. Ihr habt jetzt gar keinen Wald mehr. So, lebt damit. Jetzt fehlt ihm Wald. Ich hasse diese Dinos, die sind so anstrengend. So, hier. Oh Gott. Der greift direkt das nächste an. Das ist so frech. Ich will ja nicht sagen, dass ich das unendlich frech finde. Aber das ist schon unfassbar frech. Fuck. 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 Ich kann nichts mehr machen. Er muss ihn K.O. schießen. Oh Gott. Ich gebe so viel Geld aus für dich und dein schwachsinniges Gehege. Jetzt geh down. Ja, ab mit dir. Genau da sollst du rein. Doofe Nuss, ey. Egal. Alles gut. Alles gut. Lucifer... Brutus ist wirklich der coolere von beiden. Er ist einfach nur voll der Arsch, Dino. So. Ab mit dir. Er ist so ein Tester. So, warte mal. Ich gebe dir jetzt auch noch ein Bäumchen. So. Ich hoffe, das passt. Wald ist okay bei dir. Sozial ist auch okay. Alles gut. Dieser Dino beschreibt jede Frau, die Hunger hat. Ich glaube, der braucht dann eine Kopfschmerztablette. Oh ja. Und wie er die braucht. So. Durch den Abschluss des Auftrags haben sie unsere Stromversorgung gesichert. Na, das freut mich doch. Ich mache doch gerne Sachen. Da ist die Ziege jetzt einfach da draußen. So, eins, zwei, drei. Wachsamkeit ist an sich schon eine Belohnung. Doch da sie auf Isla Tacaño für Sicherheit gesorgt haben, erhalten sie eine zusätzliche Belohnung. Gute Arbeit. Dankeschön. Ich habe das doch gern gemacht. So, warte mal. Nachladetempo, Bams, Treffsicherheit holen wir jetzt uns auch mal, Bams, damit wir diese bösen Dinos einfangen können. Und Planung, Bams, so ein weiteres Team, läuft. So, wie geht's? Alles gut, alles entspannt. Wir haben alles wieder unter Kontrolle gekriegt, es ist nicht leicht. Dinos hier, unserem kleinen Lucifer Brutus, dem geht's super gut. Dem ist alles egal, aber dem geht's gut. Und warum ist jetzt hier irgendein Strom ausgefallen? Was ist da los? Benötigt Strom. Wieso hast du keinen Strom mehr? Was ist da denn kaputt gegangen? Ach Gott, ihr liegt ja da auch noch rum. Sorry. Ja, nehme ich an. Wieso hast du keinen Strom? Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Auf jeden Fall. Warum hast du Verbindungen, Stromschutz? Nein. Bin ich mit Strom versorgt? Ja. Wie viel Strom brauchst du denn? Stromverbrauch 0. Aber ich habe doch noch genug Strom, oder? Ungenutzt? Ja, ungenutzter Strom 45. Warte mal. Muss ich mal ganz kurz, aber... Wartet. So. Hier, ein Stromnetz ran, ne? Ja, perfekt. So, wartet. So, zwei Sachen sind auch schon wieder beschädigt. Bitte sag mir nicht... Nee, okay, das ist das. Und das ist einmal dieser Zaun da, dieser kleine Zaunabschnitt hier. Den entferne ich jetzt einfach mal. Ich muss hier... So, weg damit. Okay. Alles gechillt. Und jetzt ist auch alles ist in bester Ordnung. So, wir sind fast bei 2 Sternen. Jetzt werde ich mal endlich diese Viecher hier transportieren. Ich habe keine Ahnung, ob die da mit denen zurechtkommen. Wenn nicht, dann haben sie halt Pech gehabt. Dann sollen sie irgendwas anderes machen oder so. Wir werden einfach gucken. So, und hier hinten müssen wir dann eigentlich auch noch ein Besucherdings hinbauen, weil das hat es jetzt natürlich nicht im Blick. Das heißt, für die Gäste muss ich jetzt auch noch ein bisschen für Thrill sorgen. Lalalala. Hallo. So, also das würde sogar gehen. Aber toter Dino. Schon wieder. Es deckt halt nicht alles ab, ne? Produkttransport wird durchgeführt. Kann ich irgendwo hier das hin? Na, einmal bitte andere Richtung. Ja, das würde sogar gehen. Ich baue da schon mal hin. Transportiere Produkt. So.
Und so. So, das braucht jetzt aber noch Strom. Haben wir denn noch ja ungenutzter Strom? Wir haben noch Strom am Start. Schrei nicht so, mein Freund. So, perfekt. So, super geil. Wir haben jetzt erstmal alles unter Kontrolle gekriegt. Wir haben zwei T-Rexe. Och, dir fehlt jetzt Wald, oder was? Meine Güte. Ist das genug Wald? Man sieht halt immer erst, ja, sehr schön, ist genug Wald. Okay, wirklich perfekt. Wir haben zwei T-Rexe, die soweit eigentlich zufrieden sind, anscheinend nicht den Drang haben, auszubrechen. Wir haben einen toten Dino und jetzt müssen wir uns mal wieder um die Pflanzenfresser kümmern. Das darf ich auf gar keinen Fall vergessen, weil hier habe ich jetzt gesagt, wir brüten jetzt Brachiosaurus aus. Yes, 77, let's go. Modifiziert und wir brüten direkt noch einen aus. Wir machen zwei davon. Geringe Kapazität. Ja, ich weiß. Hotel. Steht noch aus. Geringe Vielfalt. Nein, lass mich. Fürsorgestrafe. Nein, lass mich. Ich gehe dir doch schon holen. So, wo sind denn die neuen? Da. Nahrung. Finden sie nicht gut. Sozial fehlt ihnen auch noch ein bisschen. Wasser brauchen sie. Noch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die zufrieden kriege. So, Wasser für euch. Meint ihr, die kämpfen mit den anderen? Na, mal gucken. So, Wasser müsste eigentlich gleich Nahrung. Wie gesagt, haben die ja hier eigentlich auch recht viel. Aber vielleicht brauchen die auch lebend. Deswegen packe ich da mal auch noch so ein lebend Ding hin. Schnuckelt euch nicht böse. Zu teuer. Oh Gott.